Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei meinem Recyclinghof. Ja, ich habe jetzt auch ich weiß gar nicht von wem, du weißt es wahrscheinlich mit Sicherheit, den Tipp bekommen. Es stand oben wohl F beim Tanken. Von daher müssen wir nochmal gucken. Ich habe es wohl nicht wahrgenommen. Wir werden es uns bewusst nochmal angucken müssen. Und dann gab es eine Frage. Er sagt jemand, der hat wohl einen Bug gesehen. Er kann keine Anhänger freischalten. Ich glaube, er hat selber schon es gefunden, aber vielleicht für alle anderen: Ihr müsst Anhänger Gewerbe müsst ihr freischalten, und zwar hier über Shop, und dann gibt es hier verschiedene Konzessionen. Okay, hier haben wir sogar einen Wachhund. Oh, den nehmen wir auch. Oh ja, da gab es auch einen Rucksack, habe ich gerade gesehen. Ah, okay, guck mal, cool. Den kann ich noch nicht. Dann haben wir einen Rucksack. Und daher lohnt es sich auch nach dem Update immer mal reinzugucken. So, Hund haben wir. Hier, Konzession für LKW-Gewerbemüll. Hier hupen die auch nicht mehr, falls euch das stört. Und dann gibt es noch Anhänger hier, ne? Dann habt ihr hier auch die Schranke, die automatisch aufgeht. Und so weiter, ne? Also lohnt sich auf jeden Fall mal durchzugucken. Und Rex, wo bist du? Alter, ist mal schön auf hier, ne? So, und wir gucken jetzt mal. Wieder noch nicht auf. Ach, guck mal hier. Uhr. Ach, guck mal, das ist gut. Oder auch mehrere Sachen von? Nee. Ach, nur von den kleinen Sachen, ne? Ja, hier. Zack. So. Okay. Wanduhr, das ist glaube ich Holz, ne? Ja. Durchbekommen. Karton. So, jetzt gehen wir eben die Schuhe noch wegbringen. Das sind halt hier die Schnelltasten, ne? Hier ist der. Wo sind wir jetzt alle hin? Wo muss noch einer liegen? Aus für 1, 2, 3, okay. Langsam voll, aber wo könnten die anderen sein? Die müssen ja irgendwo runterkommen, oder? Ich muss auch mal reinigen. Ja, aber das, ich glaube, wir kriegen jetzt Minuspunkte. Abrechnen müssen wir hier, glaube ich, nichts. Aber so gut, Dicker. Muss nur sauber machen hier auf jeden Fall.
Sehr gut. Was hat er denn? Eine Mikrowelle. Gucken, ob es funktioniert. Vielleicht brauchen wir eine ein. Ja, komm. Farbe ist Sondermüll. Der kostet auf jeden Fall Geld. Okay. Einmal abrechnen, jo. Und so, das läuft, ne? Noch irgendwelchen Reinigungsarbeiten zu machen, es sieht nicht so aus. Ne, alle gut. Ist schön. Bisschen Geld müssen wir noch verdienen, ne? Damit wir die nächsten Sachen kaufen können hier. Ja, aber zumindest für Leichtverpackung. Das wäre cool, wenn da einer kommen würde. Plastikmüll, das hauen wir hier mal rein. Wird direkt geschreddert. Papiercontainer. Hab ich auch noch was. Bald hinkriegen. Noch eine Mikrowelle. Brauche ich nicht. Wir machen das hier. Aushalten, ne? So, dann haben wir hier einen Müllsack. Nichts mehr und hier noch eine Fernbedienung. Elektroschrott, ne? Ja. Dann hat noch Haushaltsmüll, da müssen wir glaube ich bezahlen, genau. Ich kann den Müll. Lustig. Eine Mikrowelle hier abgegeben und dann eine Mikrowelle mitzunehmen. Und okay. Dann wir das wieder rausnehmen. Den Sessel, Sofa wäre schon cool gewesen. Die Altreifen. Die fahren alle vorbei. So schnell für die. Da kommt einer. Will man schon am Motor hochdrehen. Schnell Einlass. Ja. Küchenabfälle. Ah, das kriege ich nicht hinten rein. Auf die 1. Okay. Muss jetzt doch hin. Das ist jetzt. Wertstoffsack ist hier. Frage, für was der Rucksack ist. Also ein paar Sachen konnte man rein, Schuhe und so. Aber wahrscheinlich nur so kleinere Sachen, ne? Küchenabfälle habe ich fast hier reingeschmissen.
es bald voll ist, ne, die Küchenabfüller. Und da mal wirklich sehen, was wir da hinten rausbekommen. Warum geht jetzt nicht mehr rein? Müll des Kunden hervor. Ach so, mit Tab kann ich hier. Ah, okay. Und warum? Okay. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. So, der geht ja hier rein. Tisch. Der Tisch ist Metall. Oh, guck, was ist der denn wert? Oh, ist das jetzt auch mehr wert? Haben wir sogar, okay. Karton. Müllsack. Außen hatte der ja auf jeden Fall was. Betonkrümmer. Was zu Hause rumliegen hat, ne? Guck mal, jetzt ist bei einem Neustart, sind trotzdem noch die Sachen da, das finde ich gut. Aber gerade jetzt so beim Toilettenschuss, das war auch schon doppelt. Okay. Tüte, ne? Bauschutt. Aber warum? Okay, dann geht's. So, okay. Man muss erst avisieren sozusagen. Das geht nicht. Ich glaube, das ist genau Elektroschrott. Packen wir das noch weg. Dann einmal den Aktenordner weg. Und das ist sein Haushaltsmüll. Und Vase, weiß ich nicht. Ja. Dann muss ich die Augen machen. Du läufst die ganze Zeit durch. Wie voll ist der denn? 91, okay. Hier ist nichts mehr drin, ne? Nein. Also einmal abrechnen. 3000, sehr gut. Gehen wir dafür schon 9. Und wieder Altholz.
Was fehlt noch? Und das haben wir. Altholz. 3,5, okay. Und was haben wir? Oder 4000 Holz. Horizontale. Ne, ist Papier. Okay, Altholz. Doch, Altholz. Metall, ne? Schrank, das sind diese Metalldinger, ne? Machen wir die. So, da. Eine Leiter. Ja, ich befürchte, hier muss ich auch noch mal zwischendurch was wegfahren. Aber ist ja nicht schlimm, da können wir auch tanken. Verdienen wir ja eh, das ist schon mal gut. Wäre schön, wenn wir es nicht verdienen würden. Was könnten wir noch drauf kriegen? Okay, wenn sowas kommt, was Schwieriges hier. Wir bringen den mal weg, den Metallschrott. Das müsste ja der sein, oder? Altpapier, Metallschrott. Ja, jetzt müssen wir hier gucken. So, passt schön auf, Sam. Ich fahr mal eben weg. So. Mal eben gucken, ob wir das mit dem Tanken hinkriegen. Irgendwas mit F, hattet ihr gesagt. Oh. Drüben stehen halt alles und deswegen wird es irritieren natürlich, dass auf der anderen Seite noch was steht. Aber ihr habt es natürlich gemerkt und gesehen.
Ich habe keine Pfeile mehr an, wo wir hin müssen, ne? Ich glaube schon, dass wir gehen müssen. Ich hoffe. Okay. Altholz. Bäume. Altpapier. Ich habe gerade das Metall schlägt. Schön fest, ne? Alles nochmal, was man gekauft hat, ne? Ja, was man. Ein bisschen Geld haben wir bekommen. So, und dann jetzt mal los, wieder zurück. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, ne? Bis dahin. Tschüss.